Viele namhafte Gäste und langjährige Weggefährten sind gekommen, um Max Mannheimer zu ehren und den Platz vor dem NS-Dokumentationszentrum nach ihm zu benennen. Am 6. Februar wäre er 98 Jahre alt geworden. Ein besonderer Tag also, um an das Wirken des Holocaust-Überlebenden zu erinnern und ihm ein Denkmal im Herzen Münchens zu setzen. Genau an jenem Platz, an dem der Aufstieg der Nationalsozialisten begann. Von nun an kann dort dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte gedacht werden. Ganz im Sinne Max Mannheimers und seiner Familie. Das hat für uns eine ganz entscheidende Bedeutung, weil es erstens eine Benennung ist in der Innenstadt von München. Das ist zunächst mal ein Symbol für sich. Und zum anderen ist es eben nicht irgendein Platz, sondern es ist ein Platz an einem Ort, der für meinen Vater sehr wichtig war, weil das NS-Dokumentationszentrum ein Symbol ist für die Vermittlung der Vergangenheit. Und es war das besondere Anliegen meines Vaters, über die Vermittlung der Vergangenheit die Gestaltung der Zukunft mit zu beeinflussen. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Tag für unseren Vater und für unsere Familie. Die Benennung hatte Oberbürgermeister Dieter Reiter Anfang 2017 angeregt. Sie soll die Lebensleistung des im September 2016 im Alter von 96 Jahren verstorbenen Holocaust-Zeitzeugen ehren. Mannheimer hatte unter dem NS-Regime fast seine gesamte Familie verloren und war bis zu seiner Befreiung rund 2 Jahre in Konzentrationslagern gefangen. Seit den 1980er Jahren engagierte er sich unermüdlich als Zeitzeuge für die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus. Er war ein aus meiner Sicht wirklich überragender Mensch, der sich trotz seiner Geschichte, trotz der vielen Leiden, die er, seine Familie erleiden mussten, niemals anklagend an die Hinterbliebenen gewandt hat, sondern sich wirklich immer dafür eingesetzt hat, alles zu tun, um zu vermeiden, dass sich die Geschichte des NS-Regimes wiederholt. Mannheimer war auch einer der Mitbetreiber des NS-Dokumentationszentrums, das 2015 zum 70. Jahrestag der Befreiung Münchens eröffnet wurde. Es dient der Auseinandersetzung mit der Geschichte und den Folgen des NS-Regimes und soll die schrecklichen Taten der Nazis nie vergessen lassen. Max Mannheimer kämpfte bis zu seinem Tod gegen das Vergessen und suchte vor allem den Austausch mit jüngeren Generationen. Viele Münchner Jugendliche haben ihn gehört und er hat aufrüttelnd reden können und er hat einfach glaubhaft rübergebracht, dass wir alles tun müssen, um ein erneutes Aufflackern jeder Form von Diskriminierung, Antisemitismus, Rassismus entgegenzutreten. Und das hat er immer glaubhaft auch nicht nur selber vermitteln können, sondern eben auch, was die wenigsten können, wirklich anderen dann mitteilen. Und zwar ohne anklagend zu wirken, sondern einfach mit einer unglaublich klaren Sprache und mit Überzeugungskraft, die ich so bei niemand anders jemals kennengelernt habe. Ein Festakt zu seinem 98. Geburtstag an einem Ort des Erinnerns, ganz im Sinne von Max Mannheimer.